Wir kommen ins Betilika, weil es ein toller Platz für unsere Kinder ist. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Ich komme gerne zur Kinderstunde, weil uns hier von Jesus erzählt wird, wir Bibelverse auswendig lernen und schöne Lieder singen. Ich liebe die Sommercamps, sie sind immer etwas ganz Besonderes, vor allem das geistliche Programm. Bet Alika ist ein ganz besonderer Ort und einmalig in der ganzen Umgebung. Ich liebe vor allem die Friedensarche, weil es hier Spielmöglichkeiten gibt, die man nirgendwo sonst findet. Ja, es ist ein Platz für die Kinder, es ist ein Platz für die Jugendliche, es ist ein Platz für Erwachsene, es ist ein Platz der Begegnung, es ist ein Platz des Gespräches, es ist ein Platz, wo man vielfältige Aktivitäten entfalten kann, wo man in der Tat auch zur Ruhe kommen kann. Das ist ein Zentrum, in dem sich die Stadt wiederfindet, wenn man so will. Es gibt viele verschiedene Gründe, weshalb die Leute in unser Zentrum kommen. Doch eines haben sie alle gemeinsam. Sie lieben die schöne Atmosphäre unserer kleinen Oase. Hier finden sie Geborgenheit, Ruhe und Frieden. Für viele ist das Betilika schon zu einem zweiten Zuhause geworden. Den ganzen Sommer über kommen viele Leute in unseren Garten. Manche verbringen einen großen Teil ihrer Freizeit bei uns. Sie verabreden sich mit Freunden, feiern Geburtstage und spielen mit ihren Kindern. Ich wohne mit meiner Familie in Jerusalem und bei uns gibt es viele Angebote. Aber meine Kinder lieben das Bet Alika und deshalb kommen wir sehr oft hierher. Das Bet Alika hat in unserer Gesellschaft einen großen Bedarf ausgefüllt, vor allem unter den Christen. Hier findet man Angebote für die ganze Familie und eine gute geistliche Atmosphäre. Auch die Friedensarche, unser großer Innenspielplatz, ist ein beliebter Treffpunkt. Egal ob Sommer oder Winter, hier ist es immer voll. Unsere Kinder lieben die Friedensarche. Wir treffen uns hier mit anderen Familien. Die Kinder spielen und wir Erwachsenen haben Zeit, uns zu unterhalten. Von Anfang an war ein wichtiges Ziel unserer Arbeit, die christliche Minderheit in unserem Land zu stärken. Wir begannen, mit Leuten die Bibel zu lesen und erklärten ihnen, wie sie durch Jesus ein neuer Mensch werden können. Über die Jahre sind so verschiedene Kreise für Kinder, Jugendliche und Erwachsene entstanden, die sich meist wöchentlich treffen. Ich bin seit über 5 Jahren für die Frauenarbeit im Bet Alika verantwortlich. Ich finde es total wichtig, dass wir Frauen im Wort Gottes unterrichten. Frauen sind das Herzstück der Familie. Wenn wir die Frauen erreichen, hat das Auswirkungen auf die ganze Gesellschaft. Die Frauen kommen in unsere Frauenstunde, weil sie einen großen emotionalen und geistlichen Bedarf haben. Sie werden buchstäblich von Gottes Wort angezogen. Gottes Wort berührt ihr Herz. Gottes Wort gibt ihnen Ruhe und Frieden. Oft erzählen mir Frauen, wie Jesus ihr Leben verändert hat. Ihr Umgang mit ihren Kindern oder mit ihrer Schwiegermutter ist besser geworden. Ihre Ehe hat sich verändert. Manche sagen, es ist, als hätte ich früher einen Schleier vor den Augen gehabt. Dieser Schleier wurde mir jetzt durch Jesus Christus weggenommen. Und ich habe begonnen, Gott zu sehen, wie er wirklich ist.
Seit vielen Jahren haben wir in unserem Zentrum eine Kindertagesstätte. Hier werden über 80 Kinder an 5 Tagen in der Woche betreut. Sie spielen, malen, hören Geschichten aus der Bibel, singen Lieder von Jesus und werden durch verschiedene Unterrichtseinheiten auf die Vorschule vorbereitet. Viele dieser Kinder kommen später in unsere wöchentliche Kinderstunde. Unser Hauptziel in der Arbeit mit Kindern ist, ihnen die frohe Botschaft zu bringen. Die meisten Kinder kommen aus traditionell christlichen Familien. Oft haben sie ein ganz falsches Verständnis von der Bibel, von Jesus, von der christlichen Lehre insgesamt. Wir sehen unsere Aufgabe darin, dieses Verständnis zu korrigieren. Außerdem ist es uns wichtig, den Kindern zu helfen, die Erkenntnisse, die sie durch Gottes Wort gewonnen haben, auch wirklich in ihrem Alltag umzusetzen. Egal, ob es in der Familie ist, in der Schule oder mit ihren Freunden. Wir versuchen den Kindern beizubringen, welches Verhalten richtig ist und welches falsch. Und natürlich ist die Bibel die Grundlage für all unseren Dienst an den Kindern. Der Höhepunkt des Jahres ist unser 3-wöchiges Sommercamp in den Ferien, das immer nach besonderen Themen aufgebaut ist. Durchschnittlich 170 Kinder nehmen regelmäßig an diesem Camp teil. Sie spielen, basteln, machen Sport und viele andere Aktivitäten. Doch am wichtigsten und interessantesten ist das geistliche Programm an jedem Morgen. Hier sind die Kinder immer ganz bei der Sache und lernen sehr viel für ihr Leben. إذا أنت كنت لي وحدك بس أنت مش لي وحدك ومفيش حدا معاك إحنا كلنا معاك ما بتفشي للهدف ما بتفوز بالسباق كفريق إحنا بنغلب ولا نال انتصار يا صوت نجحنا هو بيوحدنا إحنا مع بعض أحلى فريق يسوع قائدنا Auch die Teenager und Jugendlichen haben ihre wöchentlichen Treffen und besondere Programme in den Ferien. Viele von ihnen sind inzwischen zum Glauben gekommen. Wir helfen ihnen, die Bibel besser zu verstehen und in ihrem geistlichen Leben zu wachsen. Ich und mehr als 30 Leute, Junge und Mädchen aus verschiedenen Kirchen, kommen zur Bethelika seit mehr als 10 Jahren. Wir haben hier Sport getrieben, wir haben also unsere Freizeit und unsere ganze Zeit hier in Bethelika zusammen gemacht. Und wir treffen uns jedes Samstag, um die Bibel zu diskutieren und zu beten. Und wir spielen auch Musik. Und hier in Bethelika haben wir viel gelernt. Auf unserem Sportplatz ist immer etwas los. Viele Vereine und Gruppen spielen hier regelmäßig Fußball. Außerdem finden hier Turniere und professionelles Basketballtraining statt. Durch den Sport sind schon viele gute Freundschaften entstanden und durch kurze Andachten und Gespräche gibt es immer wieder Gelegenheiten, auf Jesus hinzuweisen.
Durch die Aktion Weihnachten im Schuhkarton von Geschenke der Hoffnung erreichen wir viele Kinder im ganzen Land. Jedes Jahr verteilen wir Tausende von Geschenken und erzählen den Kindern dabei von dem größten Geschenk, das Gott uns durch seinen Sohn Jesus Christus gemacht hat. Es ist ermutigend zu sehen und mitzuerleben, wie Gott durch unsere Arbeit nicht nur Christen, sondern auch Muslime erreicht. Das geschieht zum Beispiel durch die Geschenkeverteilung, durch unser Kinderhort, die Friedensarche, die Kinderstunde, durch die Camps, die Sportaktivitäten und durch vor allem die persönliche Begegnung mit Menschen jeden Tag. Wir spüren, dass gerade unter der muslimischen Bevölkerung eine große Offenheit da ist. Das Betelika ist ein Treffpunkt für alle Menschen in unser Land geworden. Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Es erreicht Herzen und erweckt tote Steine zum Leben. Das Betelika ist ein kleines Kapitel in der großen Geschichte Gottes mit der Menschheit. Wir wünschen uns, dass das christliche Zeugnis im Heiligen Land weiter wächst und dazu beiträgt, dass Versöhnung geschieht und der wahre Frieden sich ausbreitet. Musik.